Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bündnisgrüne in Sachsen, mein Name ist Caroline Renner, ich bin 27 Jahre alt und ich bewerbe mich für einen Listenplatz bei der Aufstellung zum nächsten Sächsischen Landtag. Ursprünglich komme ich aus dem Spreewald, also gar nicht so weit von hier und ja, bin dann vor ungefähr 8 Jahren nach Sachsen gezogen, nach Görlitz, also in die östlichste und meiner Meinung nach auch schönste Stadt Deutschlands. Momentan studiere ich da noch im Master Management sozialen Wandels. Also soziale Ungleichheit, Regionalplanung, Regionalentwicklung und Strukturwandel. Dieses Studium werde ich hoffentlich in ungefähr einem Monat abschließen mit meiner Abschlussarbeit zum Thema Machtstrukturen in Strukturwandelprozessen. Ganz einfach gesagt, wer hat was zu sagen bei diesen Prozessen? Wer sollte vielleicht was zu sagen haben und werden auch wirklich alle mitgenommen, die mitgenommen werden wollen? Seit ungefähr 5 Jahren engagiere ich mich bei den Bündnisgrünen. Ich habe die Grüne Jugend Görlitz mit aufgebaut, zusammen mit anderen tollen Menschen und bin seit 2 Jahren Sprecherin meines Kreisverbandes in Görlitz. Ich würde aber sogar behaupten, dass mein politisches Engagement doch ein bisschen länger zurückgeht. Ich war schon als Kind damals auf Demos gegen die geplanten Tagebaue in Brandenburg, auf Demos gegen Massentierhaltung und auf Demos für den Atomausstieg und habe dieses aktivistische Engagement in Görlitz auch weiterhin fortgesetzt. Ich habe selber während meines Studiums auch schon Demos organisiert und so Sachen wie Müllsammelaktionen. Und dieses Engagement, das mich auch persönlich einfach sehr berührt und das für mich persönlich auch einfach sehr wichtig ist, möchte ich jetzt mit in den Sächsischen Landtag nehmen. Mein Herzensthema und ich glaube aufgrund meines Studiums und meiner Herkunft auch gar nicht so sehr verwunderlich, ist der Strukturwandel in den Kohleausstiegsgebieten. Davon haben wir 2 in Sachsen, das Mitteldeutsche und das Lausitzer Revier. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, da eine Politik zu machen, die den Menschen zeigt, dass sie nicht abgehängt sind und dass sie der großen Politik da oben sozusagen nicht egal sind. Das heißt, wir brauchen, was das Thema Mobilität angeht, einfach einen besseren ÖPNV. Wir müssen endlich mit elektrifizierten Bahnstrecken ans Netz angeschlossen werden. Wir müssen das Thema der Ökologie irgendwie weiterbringen. Also für mich an vorderster Stelle steht dabei zum Beispiel das Thema Wasser. Was der Braunkohletagebau mit der Spree angerichtet hat, ist ganz groß durch die Medien gegangen und für mich persönlich auch einfach ein Herzensanliegen. Es geht dabei aber auch und vor allem um gute und sichere und auch gut bezahlte Jobs. Also hier muss auch auf jeden Fall eine Umstellung stattfinden. Und was ich, glaube ich, auch einfach ganz wichtig finde, sind soziale Themen, also sowas wie Daseinsvorsorge, Gesundheit und Bildung, gerade in ländlichen Räumen. Ich finde, dass wir hier in Sachsen einen ganz, ganz großen Schatz haben, sowohl an Kultur, Natur als auch an Menschen. Wir haben einen Nationalpark, wir haben hier eine nationale Minderheit und wir haben unfassbar viele Menschen, die sich jeden Tag engagieren für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Menschlichkeit und für ein weltoffenes und freundliches Sachsen, das alle Menschen willkommen heißt. Und ich glaube, diesen Schatz zu stärken und zu schützen, aber auch gleichzeitig weiterzuentwickeln mit den Menschen gemeinsam, das wird die Aufgabe der nächsten 5 Jahre sein. Ich halte es dafür auf jeden Fall für nötig, dass wir Bündnisgrüne wieder in Regierungsverantwortung kommen, damit wir auch wirklich Entscheidungen für Sachsen treffen können. Und daran möchte ich gerne mitarbeiten. Ich arbeite auch sehr gern und viel. Für mich steht ein großes persönliches Interesse dahinter, dass Sachsen für alle Menschen, egal welcher Sexualität, welchen Geschlechts und welcher Herkunft, lebenswert bleibt, dass wir die ökologischen Krisen irgendwie gemanagt bekommen und vor allem, dass wir hier nicht komplett ausbluten, sondern dass wir es schaffen, junge Menschen hier zu behalten oder aus anderen Regionen zu uns zu holen. Ich möchte antreten als Kandidatin aus der Lausitz, für die Lausitz, aber auch für ganz Sachsen. Dafür habe ich bisher das Votum meines Kreisverbandes Görlitz und aus dem Kreisverband Bautzen. Und ich würde mich natürlich auch sehr über eure Unterstützung freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mit mir ins Gespräch kommen wollt, dann quatscht mich gern einfach an oder schreibt mir. Ich diskutiere auch sehr gerne. Und ja, wir sehen uns bei den kandidierenden Foren und dann hoffentlich auch zur LDK. Bis dann!